Hi, hier sind Tobi und Mike von Better English Crates und in dieser Folge sehen wir uns das Simple Past genauer an. Hierbei gehen wir zunächst auf die Verwendung ein, danach folgen die Signalwörter. Daraufhin sehen wir uns an, wie man den Simple Past bildet. Um daraufhin die Bildung ein wenig zu verdeutlichen, sehen wir uns ein paar Beispiele an und zu guter Letzt folgt, was es zu beachten gilt. Im Grunde genommen wird das Simple Past vor allem dann verwendet, wenn man über etwas berichten will was in der Vergangenheit geschehen ist und bereits abgeschlossen ist. Zu den Signalwörtern für diese Verwendung gilt unter anderem yesterday, gestern, the day before yesterday, vorgestern, a month, two years ago, vor einem Monat, vor zwei Jahren, in 2016, im Jahr 2016, last week, month, year, letzte Woche, Monat, Jahr. Um nun den Simple Pass auch verwenden zu können, sehen wir uns die Bildung genauer an. Diese ist auch relativ einfach, denn von einem normalen Satz aus musst du nur ein ed an das Verbende anhängen. Genauso ist auch die Verwendung sehr simpel, da du hierbei nur ein did not vor dein Verb setzen musst. Hierbei bleibt das Verb im Infinitiv stehen, also ohne das ed. Jedoch gibt es leider sehr viele Verben, die für die Bildung des normalen Satzes benötigt werden, die unregelmäßig sind. Dieser solltest du unbedingt, während du deine Vokabeln lernst, mitlernen. Falls du mal unsicher bist, findest du meist am Ende deines Buches eine Liste von wichtigen unregelmäßigen Verben. Sollte dies nicht der Fall sein, kannst du auf better-english-grades.com nachsehen. Kommen wir nun zu ein paar Beispielen: Der normale Satz: I learned. Der verneinende Satz: I did not learn. Und der Fragesatz: Did I learn? Außer den normalen unregelmäßigen Verben gibt es noch einen Spezialfall von to be. In diesem Fall gibt es zwei Formen: zum einen was und zum anderen were. Im Grunde genommen ist dies sehr leicht zu unterscheiden, da was im Singular verwendet wird, bis auf you und were im Plural. Zudem wird were noch im Singular bei you eben verwendet. Kommen wir nun zu ein paar Rechtschreibungshindernissen oder Tricks bei der Bildung des Verbes mit ed. Erstens bei Verben, die auf einen Konsonanten plus Y enden, hierbei wird das Y zu einem I. Tidy. Wird zu tidied. Zweitens. Verben, die auf ein E enden. Hierbei fällt bei der Bildung der Simple Past Form das E weg. Love. Wird zu loved. Drittens. Verben, die auf ER, UR oder IR enden. Hierbei verdoppelt sich das R bei der Bildung der Simple Past Form prefer, wird zu, preferred. Und zu guter Letzt viertens endet das Verb auf einen Konsonanten, wovor ein einfacher, kurzer und betonter Vokal steht. Hierbei verdoppelt sich dann dieser Konsonant. Stop, wird zu, stopped. Und nochmal zur Erinnerung, Vokale sind a, e, i, o, u. Zuletzt darfst du dich auf gar keinen Fall verwirren lassen. Did not ist gleichzusetzen mit didn't. Vielen Dank fürs Zusehen. Da ich dir nun helfen könnte, dein Englisch zu verbessern, würde ich mich gigantisch darüber freuen, wenn auch du mir dabei helfen könntest, meine Erklärvideos zu verbessern. Schreib mir einfach einen Kommentar darüber, was dir gefallen hat und was ich noch besser machen könnte, damit ich dir beim nächsten Mal noch besser oder schneller helfen kann. Und vergiss nicht, mich zu abonnieren.